Ich würde sagen, natürlich kann man auch, also als Deutsche oder wo auch immer man herkommt, zu arrogant an die Sache gehen, aber ich würde eher sagen, dass man vielleicht mit zu vielen Erwartungen daran geht. Wenn man zu arrogant oder zu erheblich für das Offiziell ist, dann denke ich einfach, dass man sehr schnell auf den Boden der Tatsachen gebracht wird. Denn viele Amerikaner finden das extrem abstoßend. Also die würden dann nicht mit dir befreundet sein. Dann merkst du auch, hey, ich habe keine Freunde, wenn ich mich so benehme. Und dann würdest du dich auch anders verhalten. Und ich glaube, dann verändert man sich auch sehr ins Positive. Ich hatte die Frage gerade ganz anders beantwortet. Ich hatte gerade eine ganz andere Antwort im Kopf darauf. Weil ich finde, dass voll viele Amerikaner, die ich kennengelernt habe, also wirklich sehr arrogant und abgehoben sind. Oh. Und ein ganz anderes Selbstbild haben als das realistische Bild. Und ich würde sagen, natürlich kann man auch, also als Deutsche oder wo auch immer man herkommt, zu arrogant an die Sache gehen, aber ich würde eher sagen, dass man vielleicht mit zu vielen Erwartungen daran geht. Also die Arroganz ist halt so ein Charakterzug, aber ich finde, mit zu vielen Erwartungen daran zu gehen, finde ich ganz schwierig. Also wenn man schon weiß, also wenn man denkt, ja, ich werde total viele Freunde finden und ich werde da richtig beliebt sein und die Deutsche und sonst was. Also bei mir war das zum Beispiel gar nicht. Ich war da jetzt nicht mega beliebt oder dass ich irgendwie rausgestochen bin, nur weil die wussten, dass ich Deutsche bin. Das hat die eigentlich nicht interessiert. So. Ich finde, da geht man so voll, weil es halt so in den Filmen so verdeutlicht wird. Oh, die Austauschschülerin, alle stürzen sich auf sie und mein erster Schultag, hey, wer bist du, bist du neu und so. Aber das finde ich jetzt überhaupt nicht so, vor allem wenn du auf einer größeren Schule bist, dann gehst du halt so voll unter. Also wenn es vielleicht eine kleine Schule ist, dann geht das noch, dann ist man die Neue so. Aber bei mir dachten alle, ich bin Freshman. Als Freshman war es echt so peinlich, weil das mit der Einschulung halt gepasst hat und alle dachten,